Sehr ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem speziellen Video. Ihr werdet gleich merken, dass der Start ein bisschen abrupt ist in dieses Thema rein. Einfach aufgrund dessen, dass ich eigentlich ein anderes Thema in diesem Video auch noch bequatschen wollte. Dann habe ich gemerkt, dass das Thema, was jetzt hier in diesem Titel auch steht, zu lang gedauert hat und dementsprechend gibt es nur dieses Thema im Video. Es wird aber noch ein anderes kommen oder wird schon gekommen sein zum Thema 50+1 Regel bei Hannover 96, die ja heute, für mich ist heute der, okay, mittlerweile ist es 1.43 Uhr, der 1. August. Am 31. Juli ist da so ein kleiner Durchbruch erzielt worden, sage ich mal. Und über das Thema werde ich auch nochmal reden. Das war eigentlich das Ziel hier in diesem Video. Aber deswegen wundert euch nicht, wenn ich am Ende nochmal kurz darüber quatsche. Ich habe nämlich jetzt einfach den Anfang von dem eigentlichen Video rausgecuttet. Es geht jetzt hier in diesem Video darum, wie es auf YouTube bei mir weitergehen wird und wie meine Karriere weitergehen wird und was ich davon halte, was momentan so hier abgeht auf diesem Kanal. Und ja, für alle, die es nicht interessiert, danke. Und für all die, die es interessiert, dranbleiben und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ich hoffe, dass euch das nicht zu sehr schockt und dass ihr, ja, weiterhalten bleibt, weil YouTube ist so gesehen das Baby meiner Jugend, ja? Und ich werde YouTube nicht verloren gehen, das kann ich hier schon mal sagen, aber hört doch einfach mal an, was ich zu sagen habe. Also, ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viele Kommentare gelesen. Auch unter vor allem meinen Fußball-Talk-Videos, beziehungsweise unter den MGT-News-Videos, jetzt unter den Bundesliga-Prognosen, allgemein. Und zwar ganz einfach, du machst so wenige Klicks. Warum? Und es ist so ungerecht, dass du so wenige Klicks machst für die Arbeit, die du machst. Und bei dem Content, bei der Qualität, die du bringst, wo man sieht, was teilweise für andere Qualität auf YouTube ist. Das kriege ich auch als Privatnachricht immer wieder geschickt. Und das berührt mich sehr und ich finde das schön, dass ich sowas geschrieben bekomme, weil das für mich mit das größte Lob ist, wenn mir gesagt wird, hey, du bist voll unterbewertet. Allerdings wird sich das wahrscheinlich auf YouTube nicht mehr ändern. Die einzige Möglichkeit für mich, mein Kanal ist, glaube ich, verloren. Es ist wirklich so, mein Kanal ist verloren. Mein Image vielleicht noch nicht ganz, weil das Ding ist, ich habe mich ja immer wieder geäußert, auch negativ über beispielsweise viel FIFA, was mir im Nachhinein betrachtet nicht leid tut, was aber auf meine YouTube-Karriere betrachtet sicherlich ein Fehler war. Beziehungsweise, auch wenn man bedenkt, dass ich halt groß werden wollte ursprünglich mal. Im Nachhinein war es die beste Sache, die ich machen konnte, weil es war halt, wie ich wirklich bin. Es war real und ich bin immer real und ich bin immer ehrlich. Deswegen traue ich mich, solche Videos hier zu machen, wo ich leider die 50+1-Regel reden werde und meine persönliche Meinung dazu. Hier geht gerade wieder die Welt und das fängt wieder an zu regnen, aber es ist mir egal, ich mache einfach weiter. So, es ist richtig, dass ich absolut kein Wachstum habe. Ich habe Negativwachstum, das ist kein Geheimnis. Ich verdiene mit YouTube gar nichts mehr, ne? Das ist wirklich so. Also das meiste geht über Sponsorings oder halt beispielsweise über euch. Über IGVault beispielsweise, wo ich mega dankbar für mich bin, dass ihr mich da so unterstützt, trotz meiner geringen, in Anführungsstrichen, Abozahl. 62.000, das ist nicht viel. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich kann damit sehr, sehr gut leben, einfach weil ich weiß, dass ich diese Abonnentenzahl verdient habe durch guten Content und das vielleicht einfach das Maximum für mich erreicht ist, für jemanden, der einfach auf diesem Level diese Videos gemacht hat und auch in dieser Art und Weise von diesen Charakteristiken her und so weiter und so fort und der sich auch nie wirklich damit beschäftigt hat, wie kann ich denn extrem wachsen und so weiter und so fort. Wenn ich bedenke, dass ich auf meinem ersten Kanal, Max of Play, einige von euch könnten den vielleicht noch kennen, so unglaublich wenige Abos hatte, 1000 Abos hatte ich glaube ich nicht mal, ich hatte glaube ich 150 und ich habe mich dafür gefeiert, ich habe mich riesig gefreut dafür. In meinen Zeiten gab es noch sowas nicht, wie beispielsweise irgendwelche kleinen YouTuber, die aus dem Nichts, kleine 17-jährige YouTuber, die ich habe viel zu viel Unge React-Videos heute geguckt und in letzter Zeit viel zu viel Hey Aaron. Nicht so kleine YouTuber, die einfach aus dem Nichts gekommen sind, aus dem Nichts plötzlich da waren und 1 Million Abos hatten oder 100.000 Abos hatten, ja. Mit null Content. Einfach der nur polarisiert ist und in die Trends gekommen ist. Sowas mache ich nicht. Sowas bin ich nicht. Sowas werde ich niemals tun. Und ich glaube, genau deswegen ist mein Kanal einfach verloren. Ist so. Ich werde auf diesem Kanal nie großes Wachstum haben. Ich werde auf diesem Kanal nie irgendwie die großen Klicks mehr haben. Ich sollte vielleicht einen neuen Kanal aufmachen, von neu starten, ja. Habe ich aber keinen Bock drauf. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mir gefällt YouTube nicht mehr. Deswegen ist mir das auch egal. Ihr werdet mich immer auf YouTube haben. Ich werde immer meine wachende, meine schützende Hand darüber halten. Und wenn irgendwas ist, werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit auch was dazu sagen. Weil dieser Kanal wird in Zukunft, und jetzt kommen wir dazu, was hier kommen wird, dieser Kanal wird in Zukunft nur noch mit Content gefüllt werden, auf den ich wirklich Bock habe. Und ich habe Bock, mich über Leute aufzuregen. Also nicht aufzuregen im klassischen Sinne, nicht so Kuren-TV-Style oder sowas, sondern einfach, wenn irgendwas Großes ist, dann werde ich darüber reden. Und wenn es mir was richtig auf den Sack geht, werde ich darüber reden. Ich werde niemanden haten, ich kann sowieso niemanden haten, ich habe keinen Einfluss, ich habe kleine Aufrufzahlen. Ich habe auch keinen Bock, damit in die Trends zu kommen oder irgendwas, beziehungsweise es juckt mich gar nicht, weil mein Hauptfokus von YouTube verschwinden wird. Das muss ich ganz kurz dazu sagen. Aber ich werde, wenn mir irgendwas auffällt oder wenn mir irgendwas auf den Sack geht oder wenn ich irgendwie mal richtig Wutkrawatte habe, die einfach mal platzen muss, dann werde ich das machen hier auf YouTube. Es werden dazu Bundesliga-News kommen, beziehungsweise Fußball-News. Ich habe meinen Kanal eigentlich so geplant, ich kann euch ganz kurz das mal vorstellen, ich werde das jetzt einfach mal machen. Eigentlich wollte ich euch das nicht sagen, weil ich mir dachte so, das mache ich dann, wenn FIFA 18 rauskommt, beziehungsweise ich werde nochmal ein gesondertes Video dafür machen, aber nein, das wird
das wird anders werden. Mein Kanal wird sich ändern. Mein Kanal wird von YouTube nicht verschwinden, aber er wird nicht mehr so wichtig sein. Es wird Karrieremodus geben auf YouTube. Und zwar mit Hannover 96 zur kommenden Saison. Project Newcastle eingestampft. Ich habe keinen Bock auf das Projekt, es kommt nicht an. Und es macht mir keinen Spaß auf diese Art und Weise. Ich werde in England sein, das müsst ihr bedenken. Ja, ich werde dementsprechend Vlogs ab und zu mal machen. Ich werde viel mit Newcastle zu tun haben. Und es wird vielleicht auch mal was bei Newcastle kommen auf YouTube. Aber es ist zumindest nicht geplant. Karrieremodus mit Hannover 96. Es wird irgendeine Ultimate-Team-Serie geben, die quasi eine Road to Glory ist. Ich werde auf meinem Kanal weiterhin 7-Minute-Squads und Deal With bringen. Das sind die einzigen beiden Ultimate-Team-Serien, die ich bringen werde. Ich werde niemals sowas machen wie Battleship Wagers oder irgend so eine Rotze. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist für mich nicht mehr FIFA. Ja, ich mag dieses klassische FIFA, so Road to Glories und sowas. Ich kann mir so, ich habe mir noch nie Battleship Wagers. Das ist so uninteressant für mich. Auch diese ganzen Challenges und so. Nee. 7-Minute-Squads ist auch eine Challenge, aber das ist so, ich werde das auch weiterentwickeln, die Serie, genauso wie Deal With noch ein bisschen. Die werden aber in einer gesonderten Ultimate-Team-Serie kommen, die immer kommt, wenn ich Bock habe, ja. Es wird wahrscheinlich einen festen Tag für 7-Minute-Squads und für Deal With geben. Einmal pro Woche. Aber ansonsten wird es wahrscheinlich einfach nur... Ja, ich werde irgendwie, keine Ahnung, ich werde die Cam anmachen, ich werde aufnehmen. Es wird quasi eine Road to Glory, ihr werdet alles mitbekommen. Ich werde euch immer zeigen, was in den letzten Tagen passiert ist. Es wird dieser Account nur sein, ich spiele nicht mehr so viel allgemein FIFA. Ich werde auch andere Spiele suchten und dementsprechend werde ich euch einfach zeigen, hey, das ist passiert, das habe ich gemacht, die Teams habe ich mir gebaut, wir werden mal eine Runde zocken und das werden die Videos sein. Dazu werden vielleicht mal Pack-Openings kommen, wenn ich mich entscheide, doch wieder Geld in das Scheißspiel reinzubuttern. Es wird vielleicht mal Weekend League kommen, es wird vielleicht mal ein Best-of kommen, es wird vielleicht mal, also es werden 7 Minutes Squads und Deal With kommen, aber in welcher Frequenz, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch nur alle 2 Wochen, je nachdem, wie ich Bock und Zeit habe, ja. Muss man bedenken, ich mache meinen Bachelor nächstes Jahr. Also ich habe nicht wahrscheinlich so viel Zeit, weil ich sehr viel zu tun haben werde. Was aber das Allerwichtigste ist, mein Hauptaugenmerk, das habe ich ja gesagt, wird von YouTube verschwinden, aber wo geht das hin? Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber mein Hauptaugenmerk wird zu Twitch gehen. Ich habe keine Lust mehr auf YouTube. Es ist wirklich so. Ich habe noch Lust auf YouTube, aber nicht mehr auf die Community. Ich habe einfach darauf keinen Nerv mehr. Mir geht die auf den Keks. Das ist nicht mehr das YouTube, was ich gefeiert habe. Die YouTuber, die ich richtig mochte, die verschwinden immer mehr, ja. Alex Pato, den ich extrem gefeiert habe, der macht mittlerweile kaum noch Videos, ganz, ganz selten. Ein TBM, den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch Videos macht. Ich habe auch, glaube ich, nicht mehr abonniert. Ich gucke mir eigentlich nur noch Leute an, die sich über YouTube lustig machen. Ich gucke mir nur noch Hey Aaron an. Ich gucke mir nur noch Ungeklickt an und sowas. Und den FIFA-YouTuber, den ich am meisten feiere, der ist kein FIFA-YouTuber eigentlich. Das ist Badeschlappen. Ja, das sage ich nicht nur, weil ich ihn im Urlaub getroffen habe, weil ich ihn persönlich sehr mag. Eigentlich hasse ich ihn. Ja, der geht mir richtig auf den Keks. Letztens auf Twitter, da hatten wir so einen kleinen Tweet. Ich war da wirklich angepisst auf den. Ich hatte keinen Bock auf den. Der hat mich richtig genervt in dem Moment. Aber ich mag den einfach persönlich so gerne. Und der macht halt einfach... Er hat die besten FIFA-Videos gemacht und er macht den besten FIFA-Content auf Twitch. Mir gefällt das, was er macht, am besten. Ich kann mit Leuten wie beispielsweise Wakes oder FIFA Gaming oder Dennis Gaming TV nichts anfangen. Das ist einfach so. Ich gucke die Videos. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein FIFA-Video geguckt habe. Doch, und zwar von Miniminter. Weil Miniminter-Videos sind gut. Ich mag die. Aber die englischen YouTuber sind halt einfach immer noch so viel besser als die deutschen in meinen Augen. Das ist krass. Ich weiß nicht. Ich kann total verstehen, wenn Leute viel FIFA mögen. Oder Pro-Uns. Kann ich mir nicht angucken. Kann ich mir wirklich nicht angucken. Weil das für mich, weil ich den Kerl einfach nicht, ich kann diese Art zu reden, kann ich nicht, ertrage ich nicht. Pro-Uns ist ein total netter Typ. Da habe ich auch schon getroffen. Gar keine Frage, total nett. Auch viel FIFA. Aber das ist nicht die Art vom Video, die ich mir angucken kann. Ihr könnt das ja gerne machen, aber damit ihr nachvollziehen könnt, warum das für mich einfach nicht passt. Und das sind die Leute, die auf YouTube erfolgreich sind. Das ist der Content, der auf YouTube in der FIFA-Szene erfolgreich ist. Und darauf habe ich keine Lust. Und dementsprechend, werde ich von YouTube nicht verschwinden, aber mein Hauptaugenmerk auf Twitch legen. Warum? Ganz einfach. Schlappi macht das geil, auf geile Art und Weise. Und ich glaube, Twitch könnte mir besser gefallen, weil auf Twitch kann ich meine Community noch mehr regeln. Ich habe Live-Zugriff darauf, ich kann live Leute bannen. Ich habe aber gleichzeitig auch über mehrere Stunden hinweg die Leute. Ich sehe da die richtigen Zuschauer, ich sehe die richtig treuen Zuschauer. Ich habe viel, allgemein Twitch hat so viele Möglichkeiten. Ich habe es ja mal geliebt zu streamen, ich hatte nur nie die Zeit dafür, weil ich viel zu viel Zeit in YouTube gesteckt habe. Ich musste mich immer entscheiden, mache ich YouTube-Videos oder streame ich? Und es ist immer YouTube gewesen. Will ich aber nicht mehr, ich habe keine Lust mehr auf YouTube, beziehungsweise auf die Community. Ich gehe auf Twitch.
Könnt ihr feiern, könnt ihr nicht feiern. Ihr könnt mir gerne folgen, jetzt schon mal, MaxGamingTV. Es wird auf jeden Fall eine Menge Streams geben. Allerdings nicht nur von FIFA. Es wird auch beispielsweise React-Streams vielleicht geben. Oder einfach Streams, wo ich über Fußball quatsche. Oder über Wrestling. Oder wo ich mir Wrestling angucke, die Live-Events, also die Pay-Per-Views. Und dann dazu reacte oder irgendwie sowas. Durchaus möglich, dass sowas kommen wird. Es kann auch sein, dass ich einfach über Transfers rede oder über Fußball oder über Champions League ist Fußball oder über, was weiß ich, es kann sein, dass ich WWE zocke, es kann sein, dass ich Madden zocke, es kann sein, dass ich FIFA zocke, es kann sein, dass ich GTA zocke, es kann sein, dass ich irgendwelche Online-Games zocke. Ich werde in den Streams das machen, worauf ich Bock habe. Kann sein, dass ich einfach Kuss mache. Ne? Das wird auf meinem Twitch-Kanal passieren. Und das wird das sein, was ich in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren vielleicht machen werde. YouTube wird mich nie ganz verlieren. Ich werde immer Videos machen. Welcher Frequenz ist die große Frage. Aber ich werde mein Hauptaugenmerk verlagern. Und zwar auf Twitch. Einfach, weil ich denke, dass meine YouTube-Karriere oder mein YouTube-Kanal so gut wie tot ist. Ich habe sinkende Zahlen, sinkende Aufrufzahlen, sinkende Abozahlen. Was kein Problem ist, was okay ist, womit ich gut leben kann. Weil ich zufrieden mit dem Content, den ich mache. Und das ist das Wichtigste. Ich kann mich nicht verstellen. Ich kann nicht irgendwie Content machen, der in die Trends kommt. Kann ich nicht. So bin ich nicht und ja, so werde ich nie sein. Aber ich kann verstehen, wenn ihr das feiert. Mich feiert ihr dann halt nicht. Oder mich feiert ihr aus anderen Gründen oder für anderen Content, der halt aber nicht so gut ankommt. Und deswegen werde ich auf Twitch gehen und die, die mir folgen werden oder die mich richtig feiern, die werden auch das weiter gucken. Ich kann auch verstehen, dass ihr vielleicht sagt, ey, ich habe nicht immer Zeit, ich mag das lieber. Ihr könnt euch auch die Twitch Streams im Afterview angucken, also im Nachhinein angucken, ja? Wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. Theoretisch ist es auch möglich, ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ich habe nämlich keine Ahnung, wie das funktioniert alles. Ich kann auch meine Videos, die ich bei Twitch aufnehme, auf YouTube hochladen oder Highlight-Videos oder sowas. Vielleicht werde ich auch das machen irgendwann, wer weiß. Erstmal bin ich aber klein, ich bin ein kleiner YouTuber. Ich sehe mich selbst als kleinen YouTuber, eigentlich sehe ich mich gar nicht als YouTuber, ich sehe mich als normalen Menschen. So, keine Ahnung, ich sehe mich nicht als YouTuber, ich hasse es, als YouTuber bezeichnet zu werden. Person des öffentlichen Lebens, viel besser, viel, viel besser. Und ich hoffe, dass ihr diese Entscheidung nachvollziehen könnt. Ich hoffe, dass ich meine Punkte gut erläutert habe. Und ich freue mich, dass bei jedem, der diesen Weg mit mir mitgehen wird. Und danke auf jeden Fall, aber trotzdem natürlich auch allen, die weiter auf YouTube aktiv bleiben. Weil wie gesagt, auf YouTube wird weiterhin was kommen. Macht euch da keine Gedanken. Ihr könnt gerne deabonnieren, wenn das so ist, dann ist das so. Das ist auf jeden Fall mein Statement dazu. Ich habe es ohne Facecam gemacht und ich wollte eigentlich jetzt noch über das andere Thema reden. Was ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht wisst, weil ich dieses Video doch gecuttet habe. Aber weil es so lang geworden ist jetzt, werde ich dieses als einzelnes Video hochladen. Ja, und werde im nächsten Video, da könnt ihr euch dann schon mal drauf gefasst machen. Oder ich habe schon drüber geredet in einem anderen Video. Ich weiß noch nicht, wann ich das hier hochladen werde. Werde ich über die 50+1 Regel reden. Ja, wie gesagt, ich danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder vielleicht sogar erst beim nächsten Stream, je nachdem, wann ich damit anfangen werde. Das Ding ist, meine Freundin kommt aus dem Urlaub wieder. Ich werde die nächsten Tage erstmal anderes zu tun haben. Ich werde erstmal viel Zeit mit ihr verbringen, weil ich habe sie jetzt 4 Wochen nicht gesehen. Ich denke mal, da wird YouTube ein bisschen drunter leiden und die Streams auch, die wahrscheinlich noch gar nicht gekommen sind. Aber ja, genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.